Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin's wieder mal, euer xGamer032x und ich heiße euch sehr herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Part 180. Mann, 180 schon. Ja, ihr seht da oben Creeper. Also Creeper, mal ganz im Ernst, Leute, ne? Wenn ich ihr wärt, dann würde ich da ganz schnell irgendwie runterlaufen und wenn es geht, diese Treppe hier benutzen, weil sonst seid ihr am Arsch. Komm schon, Creeper, tu mir bitte den Gefallen und flieg da mal runter. Ich will das nur einmal sehen. Enderpearl. Komm schon, Enderpearl. 13 Stück. Da haben wir auch jetzt ein paar mehr. Das können wir wieder mitnehmen, das ist unwichtig. Machen wir mal so das Ganze. Zwei Sattel. Tja, den hätte ich gerne gestackt. Das geht aber nicht. Gut, wir haben vergessen, die Playlist zu starten, Mensch. Gut, den Zaun. Knochen. Das. Schallplatte können wir da auch mal reinpacken. Haben wir ja letzten Part gefunden. Was haben wir denn noch hier so Feines? Creeper, also Sprengpulver. Weg damit. Gut. Die Eimer nehmen wir da mal raus, oder? Ist er da runtergefallen? Ist er gerade da runtergefallen? Haha! Der ist da runtergefallen! Was für ein Bob, Alter! Ich mache mich gerade über einen Creeper lustig. Einen Mob. Ein Mob. Mob. Ein Wischmob. Nein. Boah, ich dachte, ich fliege gleich runter. Oh, bitte Creeper, laufe noch nicht hinterher, bitte Creeper. Ja, komm her, du Buschwuggi. Port. Tja, leider gestorben. Tut mir echt leid für dich. Also, tut es nicht. Runter. Warte mal, wie sieht das von oben aus? Mit dem Sandstone? Na? Ich finde, so ein kleiner Kreis, so ein Ring hat auch irgendwie schon irgendwas Schickes an sich. Aber ich will das komplett aus Sandstone. Das sieht nämlich verdammt nice aus. Gut. Was, wie teuer wäre das denn? 2. So, und das andere jetzt 3, dann wäre ich zufrieden. Oh yeah. Switch. Haltbarkeit, Rückstoß. Verbrennung, Haltbarkeit. Unwichtig. So, fast alles ist wieder repariert. Axt brauchen wir eh fast nicht. Nehmen wir mal den Sandstein in die Hand. In die viereckige. Und füllen das Ganze hier mal so ganz lustig, wie wir sind, aus. So. Gut, das war ein Fail. So. Schneller. Achso, hier. Hier musste ich auch noch ein bisschen was ausheben, damit wir ein bisschen Sandstone kriegen. Vorletzten Part. Also, nach dem vorletzten Part, das habe ich allerdings nicht aufgenommen, da ich das etwas... Naja, da ich das etwas langweilig fand. So ein bisschen hier ausheben und so. Das kann ich auch offcam machen. Das ist nämlich null spannend. Wirklich 0%. Oder 100% unspannend. Wie auch immer ihr das sehen wollt. Ist ja eben auch wieder ein Zombie krepiert. Oder warum habe ich hier gerade Rotten Flash eingesammelt? Fail. So. Sind wir jetzt einmal rum? Nö. Und ich habe mich schon gefreut, also echt. Ich vergesse das immer. Immer so nach 2, 1 Minute reden,
Da werde ich immer leiser mit dem Reden. Und ihr wisst, mein Mikrofon mag es überhaupt nicht, wenn man leise redet, weil das nimmt dann den Sound über leise auf. Deswegen müsste ich immer so in dem normalen halbwegs Schreiton reden, damit man mich auch verstehen kann. Bitte lass es reichen. Oh yeah. Ihr könnt mich auch Macker nennen. So. Denn das hier nochmal. Zack, 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 zack. Also das ist wirklich das Einzige, was ich off-cam gemacht habe die ganze Zeit. Mehr nicht. Und ihr könnt mir glauben, in irgendeiner Art und Weise war es schon übelst langweilig. Habe ich da jetzt auch wieder? Ja. Fail. Oh wow. Ich würde sagen, wir fällen den Baum. Holz kann man ruhig immer auf Vorrat haben. Das schadet nicht. Und es macht jetzt wirklich nur den Platz weg. Obwohl, naja, ihr seht, wir haben genügend Bäume, also daran liegt es jetzt nicht, dass ich jetzt unbedingt einen Baum brauche. Aber, ja. Den lassen wir nochmal stehen. Ach ja, langweiliger geht's nicht. Manche denken sich jetzt auch bestimmt nur draußen. Will der mich verarschen? Das soll ich mir den ganzen Part über angucken? Nee, wir machen noch was anderes. Zum Beispiel mal in diese Richtung marschieren. So in Richtung... Ja, in diese Richtung. Gehen wir mal den Sumpf lang und gucken, was es da so gibt. Weil ich war da echt noch nicht. Und mich interessiert das einfach mal, was wir da so finden können. Genauso wie im letzten Part. Diesen Zombie-Spawner da... finden. Das war eigentlich verdammt Sauglück. Ich wusste echt nicht, dass er da ist. Ich wollte einfach nur mal in diese Richtung laufen und gucken, was er da so gibt. Mehr ist es nicht. Das war verdammt Glück. Und das finde ich gut. Aho, ich habe mich verbrannt. Und das nachts. Oh Mann. Lollipop, Lollipop, und Lolli, 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 Lollipop. Ja, der Lollipop-Song. Den will ich aber nicht singen. Zumindest nicht komplett. Weil dann geht das hier wieder los mit... Bist du irgendwie behindert? Und sag ja nicht nein. Ich merk das, wenn du lügst. Tja, dann hast du ein Problem, wenn du in meiner Position bist. Also mal ganz im Ernst, ne? Wenn ich sagen sollte, hast du schon mal gelogen, ich würde mit Nein antworten, dann wäre es direkt eine Lüge. Tja. Wenn man sich mal zurückerinnern könnte, was die allererste Lüge im Leben war, als man vielleicht, was weiß ich, wie alt war, 6, 7 oder früher, keine Ahnung, bei mir könnte es sogar gewesen sein, da war ich noch ein Baby und konnte gar nicht reden. Also ich bin wirklich so ein Lügenheini. Nee, aber echt, mich würde mal echt interessieren, was von mir die allererste Lüge war, die ich jemals erzählt habe. Ich laber zwar gerade nur Scheiße, aber ich würde das echt gerne mal wissen. Das interessiert mich mal. Komm mal ganz im Ernst. Interessiert euch nicht, was eure allererste Lüge mal so war? So aus Jux und Dollerei einfach mal so... Was habe ich als meiner ersten Lüge erzählt? So, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in diese Richtung. Den Sumpf lang, Strand, genau. Den Sumpf lang. Und das Ding hier, den Zombie-Spawner, den wir hier hatten. Wo ist denn der? Der müsste hier doch eigentlich
Ja, da unten. Den Zombie-Spawner, den werden wir jetzt mal kurz auf der Map markieren. Die Truhe können wir eigentlich auch mitnehmen, wa? So, brauchen wir ja unten, für unten nachher eh noch welche. Und besser als sich neu zu craften. Gut. Hier markieren wir uns das mal. Waypoints. Add. Das Ganze kriegt da mal die Farbe Blau, da Blau meine Lieblingsfarbe ist. Also, dieses Blau finde ich auch echt hässlich. Also, ungefähr dieser Ton ist meine Lieblingsfarbe im Blau. Und deswegen nehmen wir den einfach mal und nehmen als Wegpunkt erster Zombie-Spawner. Warte mal, wie nennen wir das Ding mal? Schreibt man Treasure Room so? Ne, nachher werde ich noch angemounced. Deswegen mache ich jetzt einfach hier erster Zombie-Spawner. So, okay. Back, Exit-Menü. So. Und das war Steam. Ich habe es wieder nicht ausgemacht. Sollte das jetzt noch ein paar Mal kommen, lasst euch nicht von stören. Es ist wurscht. Ich schätze mal, dass das gerade mein Real-Life-Kumpel ist. Ich wette, wenn ich nachschaue, stimmt das sogar. Ja. Creepsor. Und hier hinten, das ist wirklich affengeniales. Okay, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es eigentlich sagen wollte. Oh, Kacke. Es ist hier wirklich, wenn ihr mal auf die Map schaut, ich finde, das sieht hier wirklich affengeil aus. Ja, ich finde den Ausdruck lustig. Na, du Kackgesicht. Kotgesicht. Oh Mann. Ja, ja. Was haben wir hier? Oh, Eisen. Sehr viel Eisen sogar. Oh, da unten ist Eisen. Ich liebe Eisen. Und wir haben davon so viel. Gut, hier scheint nichts weiter zu sein. Deswegen drehen wir hier mal ganz gechillt um. So, 360 Grad, okay. Das sollte jetzt eine 800 Grad Wendung sein. Oder eine 900, aber das ist egal. Mann, bin ich gerade irgendwie so ein bisschen aufgedreht. Ich weiß nicht, ich laber nur Müll. Ja. Da haben wir noch mehr Eisen. Eisen, komm her. Ich bin auch dein Freund, brauchst nicht von mir weg. Tja, und sowas nennt man iPhone-Klingeln mitten in der Aufnahme. Kleinen Augenblick, ich roll hier mal kurz mit meinem Skiller-Stuhl rüber. Stuhl, habe ich gesagt. Ne, das nehme ich diesmal nicht an. So. Ja, Batterie ist fast leer, ich weiß. So, das packen wir mal hier. So, und jetzt wieder hier hinrollen, voll gechillt. Jetzt klingelt das Telefon. Oh, das ist wirklich das Peinlichste, was ich jemals in der Aufnahme hatte. Ich würde kurz eine kleine Aufnahmepause machen und wir sehen uns gleich wieder. Entschuldigung. So, und da bin ich wieder für euch. Nach einer knappen 10, nach knapp 10 Minuten, Viertelstunde bin ich wieder für euch da. War ein echt tolles Gespräch. Es geht darum, falls ihr es wissen wollt, weil es gibt echt so Leute, die fragen nach, was war das, was war das und das. Was war das für eine Steam-Nachricht und von wem hast du sie gekriegt? Da kann ich das direkt schon mal beantworten. Es war ein Gespräch über, denn ich will eine neue Frisur haben und da müssen wir einen neuen Termin beim Friseur machen, weil ich will zum Meisterfriseur gehen, der ist auch wirklich keine Friseur sind. Denn ich habe keinen Bock nachher mit so einem Wischmob in die Schule zu gehen. Ja. Denn, gut. Das wird auch nachher richtig schön teuer sein, der Friseur, aber Hauptsache, es sieht nachher genial aus und ich sehe ja nicht ein, dass ich nachher mit so einer hässlichen Kackfrisur denn da wieder hingehe. Das ist total fail, denn, ja, gut, so viel zu dem Thema.
Also nur damit ihr Bescheid wisst, es hat sich alles nur um meine Haare gedreht. Denn im Moment besitze ich ja lange Haare. Lange, wirklich lange. Und das nervt mich echt schon. Und mein Problem ist es ja, da klingelt das Telefon schon wieder. Ich krieg einen Koller. Ich mache nochmal einen kleinen Cut rein. Also es reicht. Klingling, ding, ding. Okay, kurz, kleiner Cut. So, da bin ich wieder. Und tja, das war wieder bestimmt ein 20-Minuten Gespräch. Und das wirklich für nichts. Also, ich habe jetzt vergessen, eben den Timer auszumachen. Auf meiner Uhr sind es jetzt 20 Minuten. Und ich weiß wirklich nicht, wie viel Zeit wir jetzt insgesamt schon verbraucht haben. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir, bis auf meinem Timer steht, 22 Minuten. Auch sollen es noch nicht 20 sein. Tut mir leid, aber es ist wirklich so viel durch in den dazwischen gekommen und... Naja, gut. So, Kakaobohnen. Die kann man essen. Kann man die auch so essen? Ich will davon Cookies. Nee, kann man nicht. Gut. Davon will ich mir Cookies machen. So. Kurz was futtern. Na, Schaf. Hast du Lust auf eine Diskussion? Ja, sehe ich auch so. Du weißt, du Schaf. Stimmt das wirklich? Ey, Schaf, hör mir zu. Schaf. Stimmt das wirklich, dass du so viel Wolle um Körper hast, falls du hinfließt, dass du mal, dass du wieder hochgefedert. Was ist das denn, Alter? Hast du irgendwelche Drogen genommen? Ja, ich weiß. Ich mag das auch nicht hören, aber Schaf, guck mich mal bitte an. So ist es brav. Also, hör mir genau zu. Ich werde jetzt nach hinten laufen und du in die... Okay, wir sehen uns. Tschüss! Also echt sowas. Schafe gibt es. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Meine Güte nochmal. Ja. Gut, der Part war jetzt so ein bisschen für die Katz. Denn ich hätte auch gern was erreicht in der Zeit. Na gut, wir haben ein paar Sachen wieder entdeckt. Voll, wieder voll. Anfallgefahr. So. So. Zack, zack, zack. Zack. So, 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 so. Und ich weiß also nicht, wo ich mit den anderen Kram hin soll. Meine Taschen sind wirklich voll. Und die Truhen, die werden auch immer voller. Passt nichts mehr rein. Haben wir nicht irgendwo... Glas noch. Okay, das war jetzt eigentlich unnötig. What the fuck, was ist jetzt los? Wee. Das ist so ein Smoothie. Scrollen und so hin und her. Ich weiß wovon. F8 und zack, weg ist es. F8. Okay. Ich würde sagen, das war's erstmal für den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Klickt oben links, falls ihr es nicht getan habt, um mich zu abonnieren, auf dem kleinen Kästchen. Geht ganz schnell, einfach draufklicken, dann werdet ihr auf eine externe Seite drüber geleitet und könnt ihr direkt auf Abonnieren klicken. Für die anderen Leute, die mich schon abonniert haben, würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt. Denn ich finde, dieses Video hat einen Daumen hoch verdient. Mal abgesehen von den ganzen Zwischenfällen, die passiert sind. Ich finde, die waren noch so ein bisschen lustig. Gut. Bis zum nächsten Mal, euer X-Gamer032X. Ich werde mich jetzt nochmal auf die Lauer legen, gucken, ob das Telefon nochmal klingelt oder ich nehme das Telefon komplett, reiße es aus der Wand raus und knall das gegen die Wand oder schmeiße es aus dem Fenster, keine Ahnung. Ja. Bis zum nächsten Mal, euer X-Gamer032X. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute. Immer flockig bleiben.